don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge hier bei mir. Ja, wir sind mittlerweile im Epilog 1 nach Kapitel 6 angekommen und hier mit John Marston unterwegs und jetzt natürlich auch unterhalb von Blackwater im Gebiet. Das ist jetzt bereisbar und wir suchen heute wieder ein legendäres Tier und ich habe auch den ersten Hinweis schon gefunden. Ich zeige es euch kurz mal auf der Karte. Und zwar sind wir hier westlich vom Rio del Lobo Rock und hier ist noch der Rio Bravo, das Fort Mercer und ich zeige es euch nochmal in groß, wo wir hier sind. Hier oben ist Blackwater. Da sind wir hier komplett nach unten geritten. Hier oben ist Armadillo. Wer Teil 1 gespielt hat, weiß, was Armadillo ist. Oder Armadillo, je nachdem. So, und hier ist unser Fragezeichen, ganz hier unten. Und das ist der legendäre Gabelbock. Ich mache mal gerade meine Markierung weg. So, und den versuchen wir heute mal zu erlegen. Das heißt, ich schwinge mich mal vom Pferd und nehme hier mal am besten mein... wir machen das wieder in derselben Reihenfolge. Mein Lancaster und hier unten nehmen wir das Rolling Block. Rolling Block Gewehr, genau. Am besten auch gleich mit der Express Muni. Das haut dann richtig schön rein. Und der erste Hinweis befindet sich hier, wie gesagt, direkt vor... Ja, nehmen wir erstmal die Waffen raus. So, direkt vor uns. Schaut mal her. Da ist er. Dann schauen wir doch mal, wo sich das gute Tierchen befindet. Einmal untersuchen. Hier liegt ein Stück Fell irgendwo. Where? Not near here. Not near here. Gut, dann, wo geht's denn hier weiter? Ah, hier. Gucken auf der Karte. So. Adlerauge sehr wachsam, aber ich sehe noch nichts. Wo zum Henker? Weitergehen. Ah, da vorne. Jetzt sehe ich es leuchten. Hier bei den Felsen. So. Dran vorbei. Ja, hier ist es. Hier liegt ein Scheißhäufchen von dem lieben Gabelbock. Da liegt es ganz lecker. John. Noch nicht so die Affinität zum Jagen, glaube ich. Der fragt sich gerade noch selbst, was er hier macht. Da ist der nächste, der dritte Hinweis. Wie ihr mittlerweile wisst, nach dem dritten Hinweis taucht dann das Tier auf. Gucken, jetzt bin ich glaube ich schon drüber rausgelatscht. Ja. Hier liegt nochmal Fell am Gestrüpp. Close now. So, und jetzt ist er ganz nah. Und zwar in welche Richtung? Da hoch. Da oben ist er auch schon. Könnt dann sehen. Da steht er. Stolzes Stück. Wir schleichen uns mal noch ein Stück näher ran. Auch eine gute Schussposition kriegen. Dürfte genügen. So, und der Freund. Das sollte genügen. Nein, er steht wieder auf. Drecksvieh. Wo ist er denn jetzt hin? Ah! Shit. Okay, jetzt müssen wir ihn verfolgen. Ein Schuss im Kopf hat nicht gereicht. Da oben rennt er. So, wo ist die Spur? Da oben. Na, willst du wohl.
Ach ja. Da rennt er. Mal wieder zur Ruhe, mein Freund. Seht ihr noch irgendwo? Ich sehe ihn gerade nicht. Nein, nochmal. Verfolgen bitte. Hätte vielleicht doch eher das Repetiergewehr nehmen sollen. Mal ordentlich Blei in Pelz pumpen sollen. Wäre vielleicht geschickter gewesen. Voll hier hinten lang. Ja. Bogen. Da. Uns hum dummes Vieh, ey. Da hinten steht er. Das ist er gar nicht. So. Da kommt er, oder? Das ist er. Hey, du stehst wieder auf. Nein, er ist wieder aufgestanden. Wollt ihr mich alle verkackeiern? Ey, was ein Vieh. Der ist doch hier gerade hier unten runtergerannt. Oder? Ja. Ja, das ist da. Ja. So, jetzt habe ich ihn. Oh Mann, was lange währt, wird endlich gut. Nun liegt er. Läuft richtig schön aus. Schönes Kerlchen. Und einmal häuten bitte. So, das haben wir. Und das war der legendäre Gabelbock. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit dem kleinen Video hier, dass ihr den, wenn ihr dann soweit seid, den auch hier findet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Abend, macht's gut und ich sag Tschö mit Ö.